Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Elder Scrolls Online. Nachdem ich mich jetzt so schön weihnachtlich eingekleidet habe, ist jetzt ganz dringend Merry dran, denn so können wir uns zusammen nicht sehen lassen, das passt ja überhaupt nicht zusammen. Also gleich zurück zum Montur-Tisch. Hier wählen wir dann logischerweise die Begleiterin aus oder Gefährte und können dann auch auf die Rüstungsstile zurückgreifen. Und ich will sie gar nicht so wie mich in Rot-Weiß machen, sondern ich möchte aus ihr einen kleinen Elf zaubern. Das heißt, wir fangen jetzt mal mit dem Weinen an. Also ich brauche jetzt irgendwie so die Heldin in Strumpfhosen. Also was ganz, ganz Simples, das sieht schon mal gut aus in Leggings. Wir können noch mal schauen, ob wir was anderes... Nee, das ist mir schon wieder zu doll gemustert. Das könnte man doppelt einfärben. Da müsste man mal schauen, wie die Farben werden. Das gefällt gar nicht so schlecht. Haut mich aber noch nicht so um. Ich glaube, wir bleiben einfach beim ersten. Oh nein, hier ist ganz simpel. Ha! Das behalten wir. Sehr schön. Dann brauchen wir ein paar Stiefel. Eigentlich auch so schlicht wie möglich. Nee, das ist gewickelt. Das ist gar nicht so einfach. Ach du, die sind natürlich schön spitz. Für Elfenstiefel, aber ich befürchte, die werden sich nicht richtig einfärben lassen. Aber solche Spitzendinger sind ja gar nicht schlecht. Die sind auch mega, aber die werden sich auch nicht richtig einfärben lassen. Jedenfalls nicht so, wie ich mir das gerade vorstelle. Mal schauen, was haben wir denn sonst noch so? Ja. Die müssten sich gut einfärben lassen. Sehr schön. So, dann gehen wir mal zum Oberteil. Hier würde ich auch sagen, so simpel wie möglich. Aber keine Robe, sondern definitiv ein einzelnes Oberteil. Das ist mir fast ein bisschen zu edel. Das ist mir auch zu edel. Uff. Obwohl, es kann ja eigentlich auch ein schöner Elf werden oder eine schöne Elfin. So, die Schultern müssen auf alle Fälle weg. So. Handschuhe. Wir können noch mal gucken, ob wir noch was Besseres als Handschuhe finden. Aber eigentlich sind die nicht schlecht. Ich weiß nur nicht, inwieweit die sich wirklich einfärben lassen, weil sie so ledermäßig aussehen. Schwierig, schwierig. Aber wir werden noch was finden. Die sind mir alle zu doll verziert. Weil ihr werdet es gleich feststellen, es ist super, super schwierig, dann auch die richtigen Farben und alles zu finden. Weil die Farben auch je nachdem, wie der Stoff ist, der da drunter liegt, sich manchmal nicht so richtig einfärben lässt. So, wir versuchen das jetzt erstmal auf diese Art und Weise und gehen mal zu den Farben. So, wir brauchen auf alle Fälle ein Rot und ein Grün. Und ich versuche mein Glück mal bei den... Haha, was für ein geiles Rot. Ich wollte gerade sagen, ob die Stiefel wirklich rot werden, man weiß es nicht. Aber das funktioniert richtig, richtig gut. Und hier habe ich so ein schönes, sattes Grün. Ah, das wird aber leider nicht grün. Das liegt wahrscheinlich an der Hose. Das ist mir zu hellgrün. Na,
Das sieht doch geil aus. Sehr schön. So, jetzt müssen wir mal gucken, was wir aus dem Oberteil machen. Na, das ist doch wirklich elfisch. So, dann hoffe ich nur, dass gleich die Schultern weg sind. Das wäre sonst sehr, sehr schade. Wenn wir das jetzt anwenden, müssen wir natürlich Gold dafür bezahlen. Das machen wir jetzt mal. Und schauen mal, wie sie jetzt aussieht. Wenn ihr eine Pause machen wollt, von mir aus gern. So, jetzt müssen wir erstmal die Montur anlegen. Jetzt muss ich das selber auf die Schnelle gerade gucken, wo ich das hier finde mit der Montur. Ach, ich muss hier nur das Kostüm ausziehen. Das war's. So, zack. Aber leider trägt sie die Schultern immer noch. Das müssen wir uns nochmal anschauen. Aber eigentlich... Sonst ziehe ich hier die einfach aus. So. Nun gut. Dann würde ich sagen, ziehen wir ihr jetzt einfach mal die Schultern aus, wenn es nicht anders funktioniert. Finde ich gerade ein bisschen schade. Vielleicht mache ich aber auch einen dusseligen Fehler. Ich weiß es nicht. So, jetzt sind sie aber auf alle Fälle weg. So, und dann flitzen wir nämlich einmal nach draußen. Damit wir uns als Team nochmal angucken können. So. Das heißt, sie brauchen noch ein anderes Reittier. Wollt ihr etwas mit mir teilen? So, und zwar möchte ich, dass sie... Nimmt sie den hier? Ich glaube, sie nimmt den da. So, und dann setzen wir uns nämlich mal aufs Pferd. So, sehr schön. So, sind wir nicht ein traumhaftes Team? Ich auf meinem weißen Hirsch mit dem weißen Begleittier, meinem Miri als Elf auf dem Hirsch. Also ich finde, das ist mega geworden. Und ja, ich hoffe, ich habe euch auf ein paar Ideen gebracht, dass auch ihr euch schön weihnachtlich einkleidet, einfärbt, wie auch immer. Wünsche ich euch super, super viel Spaß dabei. Naja, und wie auch immer, wenn euch das Video gefallen und weitergeholfen hat, dann freue ich mich natürlich immer über ein Like und ein Follow und sage damit Tschüss, eure Kastanie, bis zum nächsten Video.